Guten Morgen alle miteinander. Herzlich willkommen bei unserem Webinar zum Thema Trendmonitor interne Kommunikation 2019. Ich sehe gerade, die Teilnehmerzahlen steigen und steigen und ich warte mal noch kurz, bis es sich ein bisschen beruhigt hat, damit alle den Start mitbekommen. Mein Name ist Juliane Kiesenbauer. Ich bin bei Staffbase verantwortlich für Marketing und Unternehmenskommunikation und bin gebeten worden, dieses Webinar heute zu moderieren, damit wir nach circa einer spannenden Stunde alle pünktlich dann in die Mittagspause gegen 12.15 Uhr starten können. Der Trendmonitor interne Kommunikation wird seit 2010 von der School for Communication and Management im deutschsprachigen Raum erhoben, ist im Grunde die größte Studie zur internen Kommunikation und eine Art Bestandsaufnahme für die Branche. Man kann anhand der Ergebnisse über die Jahre hinweg auch wunderbar beobachten, wie sich die Rolle des internen Kommunikators geändert hat. Die 2019er Ergebnisse wollen wir Ihnen heute nicht einfach nur darstellen, sondern um ein paar überraschende Momente einzubauen, haben wir mehrere Experten gebeten, die Ergebnisse gemeinsam mit uns zu interpretieren. Wir hoffen, Sie nehmen dann viele gute Learnings für Ihre eigene Reflexion und Praxis mit zurück an den Arbeitsplatz und das Ganze wird so ablaufen. Zuerst stellen sich die vier Experten persönlich bei Ihnen vor. Und danach kommen wir zu ausgewählten Ergebnissen in Form von 8 Thesen. Für diese 8 Thesen nehmen wir uns jemals 5 Minuten Zeit, diskutieren sie, zeigen ein paar Statistiken, sammeln ihre Fragen im Fragenchat, den Sie in Ihrem Webinar sehen und jederzeit auch darauf zugreifen und Ihre Fragen einbringen können. Zögern Sie nicht, das zu tun. Immer wenn Sie diesen Ton hören, das ist unser Gong, dann bedeutet es, dass wir zur nächsten These voranschreiten müssen, denn wir wollen spätestens gegen 12 in den Q&A-Teil kommen und Ihre Fragen beantworten. Erfahrungsgemäß ist das dann ein sehr, sehr spannender Teil des Webinars, deswegen halten Sie durch, steigen Sie nicht, weil die Mittagsglocke klingelt schon eher aus, dort geht es dann wirklich heiß her. Tun Sie mir bitte den Gefallen und schreiben Ihre Fragen schon im Laufe des gesamten Webinars in das Fragenformular. Meine Kollegin Sina sitzt neben mir, die sortiert. Wir klären Verständnisfragen auch sofort immer bei den Thesen und heben uns die komplexeren Fragen bis zum Ende auf oder verweisen Sie dann an einen Experten, mit dem Sie das auch nochmal one-on-one klären können, wenn es richtig in die Tiefe geht. Wir fangen nun an mit der Expertenvorstellung. Als erstes hätte ich gerne Ulf Kossoll. Ulf Kossoll ist unter anderem auf Twitter unterwegs und hat dort sich den Namen Manöverkritik gewählt. Dass er trefflich streiten kann, hat er auch bewiesen bei der letzten Voices-Konferenz für Mitarbeiterkommunikation auf der Podiumsdiskussion zum Thema Trends der internen Kommunikation. Ulf, woher nimmst du denn deine Expertise? Du hast 1 Minute. Oh, 1 Minute. Guten Morgen in die Runde, freue mich dabei zu sein. Ulf Kossoll, vielleicht ganz kurz zum Hashtag Manöverkritik. Das kommt aus meiner ersten beruflichen Laufbahn als Offizier der Bundeswehr. Und mit dem habe ich mich bei der T-Systems beworben. Lange Rede, kurzer Sinn, seitdem ist er so und mein Twitter-Handle ändert man ja irgendwie nicht mehr. Genau, ich darf hier bei der T-Systems MMS ein Team leiten, was unter dem Namen Social Business Technology fungiert. Wir kümmern uns vornehmlich um interne Kommunikation und Zusammenarbeitslösungen, als auch externe Communities mit unterschiedlichen Partnern, crossfunktionales Team, Berater, Softwareentwickler, Architekten, Trainer. Und ja, haben viele, viele Kunden in den letzten Jahren begleitet auf dem Weg zum Social Internet, digitaler Arbeitsplatz. Und ja, das eine oder andere würde ich gerne mit in den Ring werfen heute und freue mich auf die Diskussion. Sehr gerne. Gestritten mit Ulf hat auch schon Felix Schröder auf eben jenem Podium. Das war ganz interessant. Außerdem hat Felix vor 10 Jahren, ich konnte es vorhin kaum glauben, eine Diplomarbeit geschrieben zum Thema, Achtung, lese ich ab, Sensitivitätsanalyse eines druckausgleichenden Magnetventilinjektors. Felix, wie passt das denn zusammen? Ja, das ist die Vergangenheit. Ich habe wahrscheinlich die Zukunft ein bisschen vorausgesehen. Also ich bin spezialisiert eigentlich auf die Einspritzung und Abgasnachbehandlung von Dieselmotoren. Also ein sehr aktuelles Thema. ja, aber also das, was ich festgestellt habe, ist halt, dass das vielleicht nicht das ist, was ich mein Leben lang tun will. Mich hat halt immer begeistert, Dinge zu verändern und das habe ich halt dann im Anschluss daran gemacht. Bin halt wirklich aufs Parkhausdeck gezogen mit Bekannten
Und dann haben wir eine Firma gegründet, das war die Just Software AG. Dort haben wir ein Social Intranet entwickelt und die ersten Termine, die wir gemacht haben, waren halt nicht irgendwie, das ist die Software und so zeigt man das, sondern das, was uns die Leute gefragt haben, war eher, was ist eigentlich dieses Facebook? Können Sie uns das mal erklären? Also von daher eigentlich, wir sind wirklich gestartet, als das Thema überhaupt gestartet ist. Am Anfang haben die Leute es nicht so richtig verstanden. Mittlerweile ist es ja gar keine Frage mehr, ob man liken, kommentieren oder sonst was kann, sondern das ist wirklich absolut State of the Art, würde man zu Neudeutsch sagen. Vielleicht kurz zu meiner Person. Also ich bin Teamleiter Strategie bei Hirschtech. Das heißt, wir kümmern uns federführend darum, erstmal zu gucken, was ist eigentlich das, was Kunden machen wollen mit den jeweiligen Projekten. Und Projekte bedeutet in unserem Kontext immer Intranet-Lösung oder digitale Arbeitsplatzlösung. Das heißt, das, was wir nicht machen, sind irgendwelche Online-Shops oder Webportale oder so, sondern wir haben uns diesem Thema zu 100% verschrieben und begleiten die Kunden dann von Anfang an, wo wir starten mit der Analyse und gucken, welche Funktionen braucht man, welche Tools passen da gut drauf, um dann in unterschiedlichsten Szenarien zu denken. Und dann übergeben wir häufig dann die Projekte eben an die Konzeption und Umsetzung und irgendwann den Rollout. Wunderbar, danke Felix. Dann haben wir hier im Ring den Philipp Barth, jeder von Ihnen, der schon mal bei den Praxistagen interne Kommunikation gewesen ist und die SCM kennt, hat ihn mit Sicherheit schon mal gesehen, eines der Gesichter der SCM und mit ihm kann man tatsächlich recht schwer streiten, denn wenn er Behauptungen über die interne Kommunikation abgibt, dann ist es meistens empirisch unterfüttert. Philipp, kurz zu dir bitte. Von meiner Seite herzlich willkommen auch nochmal an die Teilnehmer. Ich freue mich sehr, dass wir hier in der Runde zusammengekommen sind, um über dieses spannende Thema zu diskutieren. Mich interessiert jetzt schon seit einigen Jahren das Thema interne Kommunikation sehr stark, weil ich es wahnsinnig spannend finde, wie Unternehmen mit den neuen Herausforderungen umgehen und wie sie darauf reagieren, dass sich doch vieles ändert aktuell in der Art und Weise, wie kommuniziert wird, und zwar nicht im Unternehmen selbst, sondern vor allem in der Gesellschaft, und das strahlt ja jetzt auch zunehmend aus, eben auch die organisationsinterne Kommunikation. Das ist wirklich ein großes Interesse von mir. Und bei der SCM beschäftige ich mich jetzt schon seit einigen Jahren mit natürlich Fachstudien wie dem Trendmonitor, aber auch mit unserem Fachmagazin Beyond für interne Kommunikation, was es so im deutschsprachigen Raum, glaube ich, auch gar nicht noch ein anderes Mal gibt. Also das auch eine kleine Leseempfehlung an dieser Stelle. Und ansonsten ist für mich natürlich auch immer sehr spannend, wenn ich auf den Veranstaltungen, die wir als SCM hier haben, haben wir verschiedene Weiterbildungsformate, wenn ich dort einfach Einblicke aus der Praxis bekomme und sehe, wie Unternehmen da mit den Dingen umgehen und was es für interessante Anwendungen gibt. Ja, danke Philipp. Und last but not least, Frank Wolf. Aus persönlicher Erfahrung weiß ich, dass es sich auch mit ihm sehr schwer streiten lässt. Liegt schlichtweg daran, dass er schon sehr lange im Bereich interne Kommunikation unterwegs ist und einer der ersten Buchautoren zum Thema Social Intranet in Deutschland ist. Frank, sag kurz etwas zu dir. Danke, Juliane. Ja, ich bin Frank Wolf, bin einer der Geschäftsführer und Gründer von Staffbiz. Ich habe in dem Bereich Intranet, interne Kommunikation, jetzt bin seit circa 15 Jahren da unterwegs. Ich finde es nach wie vor unglaublich spannend, speziell auch, weil gerade der Bereich interne Kommunikation wahrscheinlich einer derjenigen ist im Unternehmen, der sich so stark wandelt wie kein anderer. Ja, weil die Medien andere sind, also diese digitalen Medien verändern die Arbeit des Kommunikators komplett. Viele Kommunikatoren wissen, dass sie auch organisatorisch Diskussionen haben, mit externer Kommunikation zusammenzugehen, das Thema Newsroom, es gibt Diskussionen mit dem Bereich Personal mehr zu tun. Also da ist so viel in Bewegung, wahrscheinlich einer der spannendsten Felder, an dem man da gerade sein kann. Ne? Und das alles aber immer auch ein Stück weit unter dem Thema, was macht ihr da eigentlich? Kann man das messen? Braucht man das? Ja, und das sind ja alles Themen, die man hier in der Studie sieht und die wir bei unseren Kunden sehen und die wir in unseren Gesprächen sehen. Und deshalb freue ich mich auf das Format heute. Das wird bestimmt ganz spannend. Genau. Wir begrüßen jetzt weit mehr als 200 Kommunikatoren in unserem Webinar. Herzlich willkommen auch nochmal an alle, die später zugeschaltet haben. Ich übergebe jetzt das Mikrofon an Philipp und wünsche euch allen viele gute Impulse. Los geht's. Ja, vielen Dank, Juliane.
Dann starten wir auch direkt. Bevor es losgeht mit unseren 8 Thesen, die wir uns überlegt haben zu der Studie, ganz kurz grundsätzlich, also worauf basieren die Ergebnisse unserer Studie, wie ist das abgelaufen? Es ist so, es gab eine Online-Befragung im Zeitraum Februar bis März 2019 unter über 250 Kommunikationsexperten aus dem deutschsprachigen Raum. Die stammen aus Unternehmen ganz verschiedener Größen. Alle Generationen sind darunter. Das hat uns tatsächlich auch überrascht, dass das doch sehr gleichmäßig verteilt ist. Die Befragten sind vorwiegend weiblich, 72,1% an der Zahl sind es und vor allen Dingen, sie sind hochqualifiziert. Das bedeutet, 65% haben angegeben, einen Masterabschluss zu haben und über 5% sogar eine Promotion. Und ja, zur Berufserfahrung vielleicht noch ein Punkt, also etwa 2/3 der Befragten sind nun seit schon über 3 Jahren in der internen Kommunikation tätig. Also ja, den Studienergebnissen zugrunde liegt dann entsprechend auch ein großer Erfahrungsschatz, was natürlich ja, nur positiv sein kann. Ja, worum ging es in der Studie? Es hat Julian ja auch schon angedeutet. Also wir haben versucht, im Trendmonitor hier einen sehr generellen Blick auf die Herausforderungen und auch auf das Berufsfeld derer, die in der internen Kommunikation arbeiten, zu werfen und die Rolle der internen Kommunikation innerhalb von Organisationen wie auch die Bedeutung der mobilen Kommunikationskanäle waren besondere Schwerpunkte, die wir da mit ja, einigen Fragen mehr quasi hier auch besonders in den Blick genommen haben. Und damit würde ich sagen, starten wir hier auch direkt in unserem Teil zu den 8 Thesen. Also jede dieser 8 Thesen, die wir uns jetzt gleich anschauen, basiert quasi auch auf den Erkenntnissen, die wir hier gewonnen haben aus der Studie. Aber natürlich ja, es ist immer so, dass man darüber trefflich diskutieren kann, ob man der Statistik an der einen oder anderen Stelle eher glaubt oder ob vielleicht die Praxiserfahrungen hier auch nochmal was anderes sagen. Deswegen bin ich sehr gespannt, was sich hier in der Diskussion dann auch mit meinen Mitreferenten ergeben wird. Kommen wir zur ersten These. Die erste These lautet: Die größten Herausforderungen für die interne Kommunikation sind hausgemacht. Wie komme ich auf diese These? Schauen wir uns das mal an. Und zwar haben wir hier gefragt, was sind Ihre 3 größten Herausforderungen für die interne Kommunikation? Und wie Sie sehen, sind hier genannt zum einen inhaltliche, aber auch viele organisatorische Herausforderungen. Wir beginnen mal mit den inhaltlichen Herausforderungen. Die stehen hier auch direkt an erster Stelle. Mitarbeiter mit Botschaften erreichen, zur Partizipation bewegen, aber auch der Punkt, der dort unten mit 23,6%, also auch nicht von nicht wenigen Befragten genannt wurde, relevante Inhalte identifizieren, sind die wesentlichen inhaltlichen Herausforderungen und die spiegeln, denke ich, auch ganz gut ja, die Herausforderungen, die sich hier ergeben, durch die Informationsflut, die wir alle im Alltag, also nicht nur Kommunikationsverantwortliche, sondern ich denke wirklich jeder feststellt und damit irgendwie umgehen muss und auch den zunehmend schwierigen Wettbewerb, gerade für die interne Kommunikation, um die Aufmerksamkeit ihrer Bezugsgruppen. Ja, über diese inhaltlichen Herausforderungen hinaus haben wir aber auch organisatorische Herausforderungen und da hat uns dann doch überrascht, dass die ja, dass die an der Zahl quasi, dass es da noch mehr gibt als genannte inhaltliche Herausforderungen und dass vor allen Dingen hier auch die Werte sehr, sehr groß sind. Wenn wir uns das mal anschauen, 44,5% bemängeln quasi technische Infrastruktur, beziehungsweise sagen, dass sich daraus große Hürden für ihre Arbeit ergeben. 42,2% nennen knappe personelle und 29,8% knappe zeitliche Ressourcen. Und mangelnde Unterstützung von vorgesetzten Führungskräften ist auch ein Punkt, der mit 33,5% ein großes Problem darzustellen scheint. Das bedeutet in der Gesamtschau, dass die interne Kommunikation ganz offensichtlich unter sehr schwierigen Rahmenbedingungen arbeitet. Und die zeigen sich nicht zuletzt auch, der Punkt ist hier unter Ressourcen ja schon auch genannt, am Budget.
Und zwar noch ein anderes Ergebnis, was Sie jetzt hier nicht sehen auf dieser Folie, möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. 25% ungefähr der Befragten arbeiten mit einem doch sehr geringen Budget von unter 10.000 Euro. Und ja, nun würde ich diese These auch mal in die Runde werfen. Ist es denn so, dass die größten Herausforderungen für die interne Kommunikation eigentlich ausgemacht sind, gerade vor dem Hintergrund, dass, dass dieses schwierige Umfeld sicherlich nicht unbedingt förderlich ist, die inhaltlichen Herausforderungen, die hier auch genannt sind, zu bewältigen. Ja, wer möchte dann da? Ich weiß, dass, dass Ulf Kossol da eine dezidierte Meinung zu diesem Thema hat und das für ihn ein besonders spannender Punkt war aus unseren Ergebnissen. Vielleicht starten wir direkt mal mit ihm. Ja, sehr gerne, Philipp. Aus unseren Erfahrungen oder Beobachtungen musste ich irgendwie sagen, die interne Kommunikation ist ein bisschen in eine tragische Rolle mittlerweile gerutscht. Ich will das kurz erklären. Also seit vielen, vielen Jahren ist UK oder interne Kommunikation auch ein Treiber für die Erneuerung, für die Modernisierung, für den Wandel der Kommunikation. Also wir erleben sie ganz oft auch als Stakeholder, als Product Owner. Oftmals in einer Doppelfunktion mit einer IT zum Beispiel dabei. Also die treiben an, die starten solche Initiativen, sind dann auch in den ersten Phasen sehr aktiv und werden dann oft ein bisschen eingeholt oder auch stellenweise überholt von anderen Fachbereichen. Und das lässt sich so ein bisschen auch vielleicht aus den Erkenntnissen eurer Studie heraus ableiten, weil dann mal als Beispiel irgendwann ein HR kommt und sagt, cool, da ist ja jetzt was geschaffen worden. Das kann ich doch auch für meine Zwecke nutzen. Und im besten Fall läuft das partnerschaftlich, dass man einfach neue Anwendungsfälle dort reinbringt, Richtung bei der Self-Services, Weiterbildung etc. oder Employer Branding. Wir erleben allerdings auch, dass es quasi zu einer Staffelstabübergabe kommt, die vielleicht gar nicht so freiwillig ist. Die UK wird, also die Bedeutung der internen Kommunikation schwindet stellenweise. Und denen fällt es halt schwer, sich zu behaupten. Das liegt in der Tat daran, dass die Relevanz an Kommunikation schon gesehen wird. Aber irgendwie oben drüber liegt dann immer noch das Thema Business, Geschäft. Wie werden wir schneller? Wie werden wir besser? Da muss man ständig dran arbeiten, wirklich Relevanz reinzubringen. Und das sind wir auch teilweise in den Antworten wiederzufinden. Vielleicht an der Stelle eine etwas andere Sicht. Wir wollten uns ja streiten. Ich sehe es, also wir müssen jetzt aufpassen, ne? Also das ist ja Kommunikation insgesamt und der eine Teil ist jetzt, wie ist das so, läuft das bei einer Einführung von einer Plattform, Intranet, was es auch immer ist? Es gibt ja noch viele andere Aufgaben, ne? Oft ist es so, dass die Kommunikation die sind, die am meisten das Problem haben. Erreichbarkeit, wie komme ich dahin? Von denen geht das aus. Und mit der Plattform passieren andere Dinge. Es gibt die IT, es gibt so die klassischen Social Intranets, haben ja ganz viel auch Zusammenarbeitsthemen. Eigentlich gehört das gar nicht zum Aufgabenfeld der Kommunikation. Ja? Das heißt, die spannen sich da jetzt vor einen Karren, den sie gar nicht, wo sie zwar die Ersten sind, aber viele Dinge sind, wo sie sagen, eigentlich ist das da gar nicht unser Bereich, für den ich hier wirklich da bin. Das heißt, eigentlich ist es nicht so schlecht, dass andere Bereiche reinkommen und sich damit platzieren. Ich sehe es eher so, also wir haben jetzt, weil wir auch sehr viel in Nordamerika unterwegs sind, ich war letzte Woche auf einer sehr großen Konferenz für interne Kommunikation in den USA. Es ist überall weltweit das Gleiche. Interne Kommunikation sagt, ich muss ständig um mein Ansehen kämpfe. Ich muss ständig beweisen, warum es mich gibt. Ich werde ständig gefragt, wofür brauchen wir euch? Das ist überall so. Ja. Und aus meiner Sicht ist jetzt, man kann sich jetzt in so eine Position begeben und sagen, die Welt ist gemein und sie ist schlecht. Oder ich kann sagen, das sagt uns was über die Kernkompetenzen, die ich in der Kommunikation brauche. Ja. Und das sind, ich muss messen. Ich muss Zahlen mögen. Und ich muss mich wirklich da reinschauen und sagen, wie schaffe ich es, Dinge messbar zu machen, die ich tue? Ich muss ein guter Verkäufer sein, intern. Ich muss das, was ich mache, gut darstellen. Das hatten wir auch, war ein großes Thema bei Voices, was die Sabine Beck da erzählt hat. Ich muss dafür ein Format finden, über meine Arbeit zu reden.
Und das dritte ist hier das Thema technische Themen. Ich muss an bestimmten Stellen auch eine grundlegende technische Kompetenz entwickeln. Ja, ich kann nicht sagen, Technik, weiß ich nicht, ist mir egal, macht die IT, sondern ich muss mitsprechen können. Ich muss auch sagen können, meine Bedürfnisse in diesen Projekten sind folgende. Das sind meine Anforderungen und die sind wichtig und ich möchte, dass die berücksichtigt werden. Ja? Das heißt, für mich ist das ein riesiger Punkt, der auch sagt, wenn ich es aktiv angehen will, habe ich hier viele Möglichkeiten, Kompetenzen aufzubauen, um das zu verbessern. Wie seht ihr das? Heißt das denn, dass aus deiner Sicht noch mehr Kompetenzen dann auch bei der internen Kommunikation selbst angesiedelt sein sollten, die vielleicht dann auch teilweise bei HR oder bei anderen Abteilungen liegen? Oder sagst du eigentlich, im Wesentlichen ist vor allen Dingen auch ganz wichtig, dass klar ist, wer die Projektleitung eigentlich innehat? Für mich ist eher wichtig, dass die Kompetenzen, meine ich nicht so mit, dass man jetzt die HR-Themen mitmacht oder andere. Man muss dort viel enger zusammenarbeiten, aber man muss auch besser abgrenzen, wo man sagt, das ist mein Auftrag ist Kommunikation und mein Auftrag ist nicht, einen digitalen Arbeitsplatz auszugestalten. Das machen andere im Unternehmen. Ja? Das meine ich damit, mit Kompetenzen. Felix, du hattest noch einen Punkt. Ja, ich würde gerne noch was ergänzen. Das sind natürlich ganz schön herausfordernde Bilder, die ihr hier zeichnet. Also aus unserer Sicht, also man kann da einen relativ pragmatischen Ansatz wählen eigentlich. Das sind ja erstmal alles Chancen. Also so würde ich grundsätzlich, ja? Ja? Habt ihr was gesagt? Ja. Nein. Okay. Nein. Alles gut. Das sind ja erstmal grundsätzlich alles Chancen, die da vorliegen. Und die Frage ist jetzt eigentlich, die interne Kommunikation sich stellen muss, welche dieser Chancen will ich wahrnehmen und welche möchte ich vielleicht auch an andere Abteilungen ausgliedern? Das heißt, wenn wir in unsere Projekte schauen, ist eigentlich in der Regel die Kommunikation häufig die Projektleitung, weil das Intranet und der digitale Arbeitsplatz eben ein Kommunikationsmedium sind, über die bestimmte Themen verteilt, getrieben und eben an den Mann gebracht oder an die Frau gebracht werden können. Und das ist im Prinzip ja die Quintessenz der internen Kommunikation. Ich möchte bestimmte Informationen verteilen oder Feedback einsammeln. Und wenn man sich auf das zurücknimmt, quasi auf diese Kernziele, muss man sich einfach nur fragen, wie kann ich die erreichen? Wenn ich keine technische Kompetenz habe, muss ich halt die IT dazuziehen und aber gucken, dass ich halt meine Ziele weiter verfolgen kann. Wenn ich sie habe, umso besser, aber es wäre jetzt aus meiner Sicht keine zwingende Voraussetzung, dass man das haben muss. Die Lösungen sind ja mittlerweile so einfach geworden, dass man jetzt hier, also im schlimmsten Fall bitte nicht mehr entwickeln muss, sondern einfach die Standardkomponenten einführt. Ja. Wir hören schon und kommen jetzt gleich auch zur nächsten These. Es ist nicht die einzig wahre Möglichkeit, sich hier die Butter vom Brot nehmen zu lassen als interner Kommunikator und zuzuschauen, wie die eigenen Zuständigkeitsbereiche woanders hin abwandern, sondern stattdessen müssen die Chancen analysiert und gesehen werden, wie Felix jetzt ganz am Ende sagte, und das Ganze als Chance gesehen werden, auch mit den anderen Bereichen zusammenarbeiten, um die eigenen Ziele besser erreichen zu können. Ja, wir kommen zur These 2, bitte. Ja. These 2. Die Existenz einer eigenständigen IK-Abteilung entscheidet über die Professionalität der internen Kommunikation. Eine ganz spannende These. Wie finde ich, angesichts der schwierigen Rahmenbedingungen, die wir ja gerade gesehen haben, müssen Kommunikatoren aus meiner Sicht strategisch und ergebnisorientiert arbeiten. Und die Grundlage für ein solches Arbeiten ist ein Konzept. Und darum geht es jetzt erstmal kurz, was das dann mit der IK-Abteilung zu tun hat. Das schauen wir uns dann im nächsten Schritt an. Aber vorab habe ich eine Frage an unsere Webinar-Teilnehmer. Die sehen Sie hier schon mal. Ich starte jetzt mal eben die Umfrage aus dem System heraus. Und wir würden gerne wissen, gibt es in Ihrer Organisation denn ein schriftlich fixiertes Konzept für die interne Kommunikation? Hier Frage, sollte sie kommen? Jetzt kommt sie. Ich bitte einmal um Ihre Stimmen. Und gut, ich denke, ich schließe die Umfrage, damit wir keine Zeit finden. Wir haben jetzt schon mal ein erstes Bild. Wir haben 65% der Teilnehmer, die jetzt gewählt haben. Und hier sehen wir jetzt im nächsten Schritt die Ergebnisse. Also wir sehen, 59% unserer Webinar-Teilnehmer haben kein schriftlich fixiertes Konzept. Und die überwiegende Mehrheit derer, die ein Konzept haben,
klingen auch nicht hundertprozentig überzeugt von dem Konzept. Sondern sagen, okay, wir haben da etwas schriftlich festgehalten. Das ist immer so, es ist besser als gar nichts, aber so richtig überzeugt klingt es nicht. Nun schauen wir uns mal an, was genau diese Frage, also in unserer Studie, wie das Ergebnis dazu aussieht. Und wir sehen tatsächlich, dass in unserer Studie sogar noch ein etwas größerer Anteil ein Konzept hatte. 50% der Studienteilnehmer haben gesagt, ja, wir haben ein Konzept. 50% haben gesagt, nein. Und auf der anderen Seite sagen von denjenigen Befragten, die mit einem Konzept arbeiten, knapp 85%, dass dieses für ihre Arbeit wichtig oder eher wichtig ist. Also das heißt, wir haben hier doch ein großes Gap. Und das wird noch größer, wenn wir diese 50% Ja's, die dort oben links zu sehen sind in der Grafik, nochmal unterteilen. Und zwar bestehen die aus 25%, also beziehungsweise 50% von den 50% insgesamt dann 25% der Studienteilnehmer haben gesagt, wir haben ein professionelles, umfassendes Konzept und 25%, wir haben da etwas schriftlich festgehalten. Also wir haben ein verhältnismäßig ähnliches Bild an dieser Stelle. Und das ist natürlich ein Problem aus unserer Sicht. Und was das jetzt mit der IK-Abteilung zu tun hat, das sehen wir im nächsten Schritt. Denn wir haben jetzt mal gefiltert und geschaut auf die Antworten nur der Gruppe der Befragten, die angegeben haben, eine eigene IK-Abteilung in ihrer Organisation zu haben. Und in dieser Gruppe haben sogar 70% ein schriftliches Konzept und rund 46% haben angegeben, sie hätten ein schon ein recht starker Unterschied zu dem Durchschnittsergebnis, was wir hier sehen. Und wenn ich jetzt dem gegenüberstelle nochmal das Ergebnis für diejenigen, die keine IK-Abteilung im Unternehmen haben, wo dann eben 35% überhaupt ein Konzept haben und nur 12% ein professionelles, umfassendes Konzept, dann scheint es ja gerade in dieser Gruppe ohne IK-Abteilung an dieser Stelle einen ganz wesentlichen Nachholbedarf zu geben. Und jetzt bin ich schon zur nächsten These gesprungen, das wollte ich nicht, sondern einfach nochmal feststellen, wo es eine eigene IK-Abteilung gibt, gibt es also prinzipiell wesentlich häufiger ein durchdachtes Konzept. Und daher auch die These, dass die Existenz einer eigenständigen IK-Abteilung über die Professionalität der IK entscheidet. Nun meine Frage in die Runde, wie seht ihr das? Spannende Aussage, die vor allen Dingen sehr schön das Thema unterstreicht, dass gerade die ein Konzept haben, das auch gerne nicht wieder loslassen wollen und sagen, das bringt, ist wirklich wichtig. Was ich hier spannend finde, ist eigentlich die Verbindung zur Frage 1, weil die Thematik ist, wenn man jetzt heute kein Konzept hat, zum Beispiel, ja, dann wird es auch schwieriger sein, im Unternehmen mit den Stakeholdern zu erklären, was ich tue, was meine Ziele sind, was die Aufgaben sind, wogegen ich mich messen lasse. Ja, also das wäre jetzt eine These, die ich hier hätte. Mit einem eigenen Konzept fällt mir das leichter. Ja, und das wird wahrscheinlich auch so sein, das Konzept muss nicht 80 Seiten haben und eine riesige detaillierte Strategie sein, sondern einfach nur eine klare Niederlegung von, was sind denn Prioritäten? Was sind die Dinge, gegen die wir uns messen lassen wollen? Ja, und das wird sich auch ändern, je nachdem, wenn das Unternehmen sagt, ja, wir sind in einer besonderen Situation, wir haben einen Merger, dann wird das Konzept anders aussehen, als wenn man sagt, ja, wir haben organisches Wachstum und wir wollen einen Standort in China aufmachen. Ja, das heißt, ich glaube, vielleicht ist das Wort Konzept zu bedrohlich, weil es nach was Großem klingt, was man einmal schreibt und nie wieder anfasst. Das Wichtige ist einfach, dass man klar und schriftlich seine Ziele und Vorgehen niedergelegt hat und das anderen in der Organisation einfach vermitteln kann. Ja? Und das, glaube ich, wäre schon mal ein riesiger Schritt an der Stelle.
Genau, so viel zu dieser These also. Wir haben gerade letzte Woche im eigenen Unternehmen die drei Hauptstoßrichtungen der internen Kommunikation für die kommenden Monate festgelegt. Das hat uns im Team genau 20 Minuten gekostet und die Überwindung, einfach noch einen Termin dazwischen zu schieben. Also da sollte jetzt sozusagen jeder mal versuchen, muss es ja nicht Konzept oder Strategie nennen, aber so die Hauptstoßrichtung oder Prioritäten, ne, schriftlich zu fixieren und alle paar Monate zu überprüfen, ist natürlich wahnsinnig wertvoll. Wir wissen es ja alle, aber unterbringen muss man es dann trotzdem, na klar. Wir kommen zur nächsten These, bitte, Philipp. Ja, Felix. Eine Frage hätte ich dann aber noch in die Runde. Und zwar, wenn es doch keine interne Kommunikationsabteilung gibt, wer schreibt dann das Konzept? Also das ist ja im Prinzip so ein bisschen auch die Aussage. Und das ist auch das Problem. Und das ist auch das, was wir halt teilweise in Projekten sehen, wenn es dann halt darum geht, einen digitalen Arbeitsplatz einzuführen. Wer kümmert sich drum? Also wenn es diese Projektleitung, interne Kommunikation nicht gibt, wird es halt sehr, sehr schwierig. Und es ist natürlich auch immer so eine Frage der Organisationsgröße. Wenn man jetzt irgendwie 100 Mitarbeiter ist oder so, dann kriegt man das natürlich relativ schlank und flexibel hin. Je größer eine Organisation, desto mächtiger ist dann vielleicht auch das Konzept, weil dann halt immer mehr dran mitschreiben wollen. Und wenn ich dann, und das gibt es teilweise, was wir sehen, eine große Organisation habe, die keine interne Kommunikation hat, dann lassen halt alle die Finger davon, weil niemand will sich da die Finger verbrennen. Und ich glaube, das ist das Problem und das sehen wir auch. Also von daher wäre jetzt eigentlich so die These, also ich würde sie unterstützen, ich würde sagen, ja, es ist so und ich würde halt die Organisationen bitten, die das nicht haben, es einfach nachzuziehen. So, es ist ein wichtiges Thema und es wird immer wichtiger, gerade unter dem Zuge digitaler Arbeitsplatz, weil man braucht einen, der sich darum kümmert. Und das ist nicht die IT, das kann man auch sagen. Also wieder eine Chance. Wir haben hier auch gezeigt, was wir 2016 damals hatten, nämlich nur noch 56,2% kein Konzept. Also 6,2% sind schon mal dazugekommen. Okay, dann müssen wir Gas geben. Wie wir von Felix Schröder hören, auch keine Korrelation zwischen Unternehmensgröße und sozusagen Aussage, dass es keine IK-Abteilung gibt. Sehr interessant. Wir müssen weiterkommen zur nächsten These. Mit Blick auf die Zeit, bitte, Philipp. Ja, die nächste These lautet, jeder IK-Verantwortliche sollte sich mit Erfolgskontrolle beschäftigen. Und Anlass dieser These ist folgendes Ergebnis aus dem Trendmonitor. Und zwar gibt es nur in einem knappen Drittel der Fälle eine Erfolgskontrolle der Ziele der internen Kommunikation. Dort, wo eine Erfolgskontrolle vorgenommen wird, sind aber 3/4 der Befragten der Meinung, dass diese effektiv bzw. sogar sehr effektiv ist. Das heißt, man sollte angesichts dieses Ergebnisses und auch angesichts der Tatsache, dass eine solche Erfolgskontrolle auch zu einem effizienteren Ressourceneinsatz beitragen kann, durchaus überlegen, ob man nicht tatsächlich auch in eine Wirkungsmessung einsteigen sollte. Wie sehen das denn unsere Gesprächspartner? Ja, da fange ich mal an. Der Frank hat es eben schon angedeutet oder schon erwähnt, das Thema Messen. Super relevant. Ich würde das aber gerne noch weiterspinnen in dem Bogen, weil es nicht ausreichen wird, in Zukunft nur den Bereich Kommunikation zu messen, also sich Ziele zu setzen und das zu messen, sondern hier relativ schnell mindestens eine Ebene höher zum digitalen Arbeitsplatz zu gehen, weil nur das Zusammenspiel an Messpunkten aus Zusammenarbeitsbereichen, aus Kommunikation, aus Teamchats bis hin zu auch sensorischen Daten aus Büroumgebungen oder sogar bis hin zu, was wir gerade erleben, wirklich auch Messen von Performance von Endgeräten. Das hört sich erstmal doof an, aber ist ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor. Ich kann die schönste Software einführen. Wenn mein Endgerät Trouble macht, macht das dann auch keinen Spaß. Das heißt, diese ganzen Sensorikpunkte zusammenführen und dann auch den Puls messen zu können, weil der Puls wird nicht alleine dadurch gemessen, indem ich zähle, wie viele Empfänger habe ich, wie viele Likes habe ich, wie viele Kommentare, da sind wir uns, glaube ich, einig. Also das muss man wesentlich größer auffassen. Cool. Hast du noch eine Position gehabt? Ja, also ich kann dazu ergänzen. Also ich sehe es genauso wie Ulf. Ein wahnsinnig wichtiges Thema. Eigentlich für uns als Hirschtech eigentlich das Zukunftsthema schlechthin, auch für die interne Kommunikation. Weil hier geht es ja wieder darum, auch Aktionen daraus abzuleiten, was ich da messe. Und dementsprechend eigentlich, man sieht ja auch immer,
dass also die digitalen Arbeitsplätze in Organisationen oder auch die Intranet-Lösungen, die laufen halt so rund 5 Jahre dem Internet hinterher. Und wenn man sich das Internet jetzt anschaut, also was ist das Hauptthema des Internets? Es ist Daten sammeln in jeglichem Bereich und daraus Dinge ableiten, neue Informationen zur Verfügung stellen, alles miteinander vernetzen. Und das wird auch ein Thema für die interne Kommunikation werden in Zukunft. Deswegen wahnsinnig wichtig. Es ist so, dass 44% der Befragten als Grund dafür, dass sie keine Erfolgskontrolle durchführt, angegeben haben, dass das Budget zu knapp ist. Wäre vielleicht nochmal meine Frage, wäre es nicht gerade dann sinnvoll, so eine Erfolgskontrolle durchzuführen, um das vorhandene Budget noch gezielter einsetzen zu können? Oder ist so eine Erfolgsmessung wirklich mit so großen Kosten verbunden? Also sind wir ja eigentlich wieder in der Chronologie der Fragen 1 oder der Thesen 1 und 2. Also die kann man alle drei zusammen eigentlich beantworten mittlerweile. Weil wenn ich auf der einen Seite meine Arbeit nicht mit Ergebnissen hinterlegen kann, dann kann ich mir die Investition von Beginn an eigentlich sparen. Die vielleicht ein Kommentar an der Stelle, wenn ich jetzt als interner Kommunikator so zuhören würde, wäre ich jetzt ein bisschen eingeschüchtert von davon, wie ihr sagt, wir müssen es end-to-end messen und wir brauchen die ganzen Datenpunkte und das muss alles integriert sein. Ich kann das, ich leite bei uns das Marketing bei Staffbase. Ich kann sagen, das Thema, wie wir end-to-end Dinge messen, das bringt mich aktuell um den Schlaf, weil das so kompliziert ist. Ja? Und das wird in der internen Kommunikation wahrscheinlich ähnlich sein. Ja? Das letzte Woche, das Smarteste, was ich auf der Konferenz zum Thema Messen gehört habe, war jemand, der gesagt hat, wisst ihr was, nehmt euch doch einfach das Thema, was in eurem Unternehmen gerade wirklich wichtig ist. Was ist auf der Agenda des Vorstands, des Vorstandsvorsitzenden? Was ist strategisch? Und versucht, ein Thema zu finden oder zwei, wo ihr einzahlen könnt als interne Kommunikation. Findet eine Korrelation, wo ihr sagen könnt, ich kann in irgendeiner Weise messen, wie ich darauf einzahle. Macht nichts anderes, macht nur das. Da seid ihr viel, viel weiter als alles andere. Ja? Mhm. Und das wär an der Stelle eine Idee, zu sagen, lass uns nicht mit großen Konzepten integriert messen. Ist toll, wenn man das kann. Und es ist wahrscheinlich auch was, wo man auch Hilfe braucht, wo man auch jemanden braucht als Dienstleister, der sich auskennt. Also von daher vollkommen fair. Was in der internen Kommunikation noch wichtig ist, fangt an. Ja? Ohne Budget im Zweifel. Ja? Ich weiß, Juliane, Entschuldigung, ich überziehe. Nee, nicht deswegen, sondern eine ganz wichtige Verständnisfrage, die gerade aus unserem Teilnehmerchat kommt. Ulf, was heißt End-to-End-Messen? Das kommt davon, wenn man solche Buzzwords immer benutzt. Also wirklich Ende zu Ende, das heißt wirklich alle Berührungspunkte, alle Systeme, die Mitarbeiter bedienen, wo man Erkenntnisse daraus ziehen kann, die sollten Berücksichtigung finden. Natürlich in unterschiedlicher Tiefe und ich bin da auch komplett beim Frank. Man wird auch nicht gleich mit der großen Keule dort anfangen können und Erfolge messen und feiern können, sondern man muss starten und sich da auf die wichtigen Dinge fokussieren. Aber ich plädiere dafür, dass, wie gesagt, ganzheitlich ist das nächste gestresste Wort, aber Sie wissen, was ich meine, das wirklich Ende zu Ende zu betrachten. Die vielleicht eine Erklärung, ganz kurz, 10 Sekunden, die aus dem Marketing dazu käme, wäre, oder ich übertrage es mal auf die interne Kommunikation. Das eine ist zu messen, ob jemand jetzt einen Artikel angeschaut hat, ne, oder ob er sich ein Video angeguckt hat oder ob er geliked hat. Ende zu Ende wäre zu schauen, kann ich das korrelieren dazu, wie zum Beispiel eine Gruppe bei einer Mitarbeiterumfrage sich verhält und das aber datenschutzgerecht, also nicht auf den einzelnen Mitarbeiter, aber sagen, im Schnitt sind diejenigen, die 4 interne Kommunikation bekommen, haben im Schnitt 5% bessere Werte bei der jährlichen Mitarbeiterumfrage. Das wäre End-to-End, dass ich so Ursache-Wirkung-Themen verknüpfen kann. Da bin ich immer in dem Datenschutzdiskussion, deshalb ist das, muss man das dort mit betrachten, aber dann wird es spannend. Ja? Genau, vielleicht und das ist auch... Ja, eine ganz kurze Ergänzung, weil die Frage war ja, brauche ich da große Budgets oder nicht? Also das klingt natürlich schon ein bisschen mächtig, was wir hier diskutieren, aber nein. Also das geht relativ schnell, einfach, pragmatisch, man kann das schnell einführen. Ich würde definitiv dafür plädieren, einfach anfangen und die Ausrede, wir dürfen das aus Datenschutzgründen und so weiter nicht, die gilt nicht mehr, weil wir das bei allen Kunden eigentlich einführen. Es gibt da immer Möglichkeiten, wie man das umgehen kann. Es geht erstmal darum, überhaupt Daten zu sammeln. Und was man dann daraus ableitet, etc., ist wie im Internet auch,
wird man sehen. Sie werden definitiv nicht personalisiert sein und auf Nutzer zurückzuführen sein, sondern es geht wirklich darum, in welche Richtung schiebt das Unternehmen, was sind die Themen, die interessant sind, so diese Richtung. Und das muss man machen. Aber ganz kurz, umgehen würde ich das jetzt nicht als Empfehlung geben. Und, ich glaube, Felix, du meintest mit umgehen, um datenschutzrechtlich korrekt das zu handhaben. Ja, ja, das meinte er. Also Datenschutz mit den Kunden überzeugen, das ist ein ähnlicher wichtiger Stakeholder wie, wie Betriebsrat, hatten wir auch schon ein paar Mal das Thema, aber Datenschutz hier mit reinnehmen und dann schafft man das zu überzeugen, Felix, da bin ich absolut bei. Und das Wichtige, Datenschutz ist sozusagen an der Stelle, dass man nicht auf einen einzelnen Mitarbeiter runtergeht, sondern nur bestimmte Gruppen, also wenn man so eine Mindestanzahl von Mitarbeitern hat, dann darf man das sagen, bestimmte Aussagen korrelieren, auf den Einzelnen runter nicht. Ne? So, ansonsten würde auch ein Betriebsrat an der Stelle sagen, nein, das ist dort an der Stelle. Genau. Okay. Und wir haben hier noch die Frage, also ich knapse jetzt ein bisschen von unserer Diskussionszeit hinten ab, weil wir gerade wichtige Verständnisfragen haben. Wo kann ich anfangen, mich dazu zu informieren? Natürlich bei einem der vielen verschiedenen, ein paar Sätzen vor uns, Dienstleister im Bereich Kommunikationsberatung, richtig? Also sich da für den Start Impulse zu holen, bei der Analyse helfen zu lassen und dann mit dem Wissen selbst weiterzumachen oder gemeinsam weiterzumachen, ist natürlich immer möglich. Außerdem das DPRG-Wirkstufenmodell für diejenigen, die es noch nicht kennen, hängt auch mit einer Frage zusammen, die wir gerade im Chat bekommen haben, wenn Likes und Kommentare nicht den Erfolg anzeigen, was dann? Und genau das hat Frank Wolf ja gerade nochmal gut erklärt, sieht man auch in diesem Wirkstufenmodell ganz gut. Der Output ist erstmal der Like oder der Kommentar und der Outcome, also das, was ich wirklich das Ende der Fahnenstange, ist dann, dass der Mitarbeiter auch in der Mitarbeiterbefragung besser bewertet. Und diese Korrelation, den Zusammenhang darzustellen, ist die Aufgabe des internen Kommunikators, sei es in der Präsentation vom Vorstand oder an anderer Stelle. Ja, also das sind nochmal vielleicht Tipps, wo man sich weiter dazu informieren kann oder setzen Sie sich einfach mit dem überzeugendsten unserer Experten nach dem Webinar zusammen und sprechen nochmal drüber. Gut, wir gehen weiter zur nächsten These, bitte. Die nächste These lautet, das Fördern von Identifikation und Mitarbeiterbindung ist das Hauptziel guter interner Kommunikation. Dazu folgendes Ergebnis aus unserer Studie. Wir haben gefragt, welche Ziele verfolgen Sie derzeit vorrangig in der internen Kommunikation? Es waren maximal 5 Antworten möglich und mit 63,7% ist der erstgenannte Punkt, der aus unserer These, nämlich das Fördern von Identifikation und Mitarbeiterbindung. Es gibt natürlich auch noch weitere interessante Ziele, die hier genannt sind. Die Ziele sind ja sehr vielfältig, genauso vielfältig wie die Herausforderungen eben auch. Verständnis für wirtschaftliche Ziele, Strategien, Prozesse und Entscheidungen schaffen, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, also quasi die auch den Mitarbeitern da quasi ihre Rolle sicherlich nahezubringen im Unternehmen. Das ist aber auch was, wo aus meiner Sicht Identifikation gewissermaßen mit drin steckt. Es gibt auch andere Punkte, wie das Arbeitsklima verbessern, Teamgeist stärken, Wertschätzung spiegeln und Motivation schaffen, die alle irgendwie mit Identifikation und Mitarbeiterbindung aus meiner Sicht zu tun haben. Das wäre jetzt eben auch die These. Ich habe das auf dieser Folie mal runtergebrochen auf Bindung, Orientierung und Austausch als zentrale Dimensionen, unter denen man das hier alles irgendwie zusammenfassen könnte, was genannt wurde. Meine Frage in die Runde ist im Wesentlichen, könnte jetzt wirklich dieser Punkt Identifikation und Mitarbeiterbindung als Klammer begriffen werden, die hier da auch andere Zielsetzungen gewissermaßen umschließt? Also ist dieses Fördern von Identifikation und Mitarbeiterbindung tatsächlich das Hauptziel? Ich fange mal an. Aus meiner Sicht ist das wenig kontrovers. Bin gespannt auf die anderen Meinungen. Was man an der Stelle jetzt machen könnte, jetzt könnte man hier mal zum Spaß so einen kleinen Test machen und sagen, okay, wenn ich jetzt mehr messen will, wie würde ich denn Identifikation und Mitarbeiterbindung messen? Ja, ich habe vor kurzem von einem Beispiel gehört von einem Klinikunternehmen, das herausgefunden hat, dass die 75% ihrer Auszubildenden am Ende der Ausbildungszeit verlieren und dass die woanders hingehen. Also die bilden die 3 Jahre aus, die brauchen händeringend Pfleger und andere Fachkräfte und 75% gehen. Ja? Wenn ich da jetzt interne Kommunikation wäre, würde ich sagen, genau
Das ist mein Ziel. Ja? Ich gehe heute 25% bleiben. Was kann ich tun, um das zu verbessern? Und das kann ich, da kann ich sogar hingehen und sagen, es gibt eine bestimmte Zielgruppe, die ist mir super wichtig. Und dort brauche ich end-to-end jetzt ein Programm, wie ich die fördere. Da wird Kommunikation eine Rolle spielen, aber nicht alleine. Da werden auch andere mit reinkommen müssen. Aber das wäre jetzt so ein Beispiel, wie man sagen kann, hier kann ich was messen und hier kann ich einen großen Unterschied machen. Also ich könnte kurz ergänzen. Also das, was hier dran ein bisschen spannend ist, ist, das wäre meine Frage dazu, ist dieses Ziel erreichbar? Denn, also ich weiß nicht, wer von euch die Gallup-Studie kennt, die misst ja genau das, also dieses Identifikation, Mitarbeiterbindung etc. Und wovon ist das abhängig? Von Führungskräften. Also hauptsächlich hängt es an Führungskräften. Und da ist halt so die Frage, kann die Kommunikation das eigentlich wirklich erreichen, dieses Ziel? Das ist das, was ich hier dran spannend finde. Ja. Und du sagst nein oder du sagst schwierig? Ich sage nein, ja, weil... Also klar kann die Kommunikation bestimmte Themen publizieren, kann bestimmte Sachen treiben. Das, was man hier sieht, ist ja im Prinzip auch, also man könnte das umdrehen, man könnte diese Rolle auch Community Manager nennen. Also weil es geht ja darum, irgendwie hier Gruppen zu organisieren, Wissen zu fördern. Das klingt alles so ein bisschen nach Community Manager. Aber wirklich diese Identifikation, die wird halt von oben vorgelebt. Also die Gallup-Studie zeigt es ja seit, ich weiß gar nicht, wie lange es die jetzt gibt, 10 Jahre oder so. Und dementsprechend, also wenn die Kommunikation sich dieses Ziel setzt, dann muss sie da ganz anders ansetzen. Dieses Ziel wird sie so nicht erreichen, zumindest so nicht, wie sie aktuell aufgestellt ist. Ja, das ich bin mein Felix. Bin da total bei dir. Frank, wenn wir mal dein Beispiel nehmen, Auszubildende, ne? Auszubildende Community. So. Da kann man sicherlich als interne Kommunikation total viel Gutes machen. Die wirklich im Fokus setzen, die begleiten, den Möglichkeiten geben, sich auch darzustellen, sich auszutauschen und so weiter. Das ist aber nur ein Faktor. Wenn ich zum Beispiel das Thema Führungskraft habe, wo eine Führungskraft da ist, dem der Auszubildende egal ist, Sie sind auch hier bei mir, ich kenne Sie gar nicht. Wenn wir darüber hinausgehen, dass man sich nach außen vielleicht brüstet als Arbeitgeber mit tollen Arbeitsmöglichkeiten, Homeoffice und Co., aber gerade den Auszubildenden erlaube ich das nicht, weil weiß ich nicht warum, gibt es vielleicht, dann kann die interne Kommunikation rudern, wie sie möchte. Die wird dieses Ziel nicht erreichen. Und man kann ja sich eigentlich nur Ziele setzen, die man auch erreichen kann. Insofern bin ich da beim Fehlen. Man kann darauf einzahlen, aber da sind wir auch wieder bei Frage 1, 2 und 3. Das ist schöne Gründe. Wenn ich nicht Mandat genug habe, wenn ich nicht Power genug habe und wenn ich nicht vielleicht auch genug Budget habe, dann wird das sehr tragisch werden. Also kurzer Widerspruch dazu an der Stelle, aus zwei Gründen. Ja? Also grundsätzlich erstmal natürlich, wenn ich jetzt hier in so einer Situation kein Budget habe und kein Mandat, schwer. Ne? Aber erstens, das ist doch die Idee überhaupt der internen Kommunikation, zu sagen, wenn es die nicht gibt, ist die einzige echte Kommunikation, die stattfindet, die der Hierarchie. Ja? Und ich in einem Unternehmen, wenn ich da mehrere Hierarchiestufen habe, ich habe null Kontrolle darüber, wie Dinge ankommen bei Mitarbeitern, weil es kommt immer nur auf die Führungskraft an. Ja? Interne Kommunikation ist der Kanal, der daneben steht, der Dinge direkt macht und das lieben ja auch Leute so an Management-Formaten, Management-Blogs, Direktformaten, um zu sagen, ich stelle eine Direktverbindung her, wo die Hierarchie eben mal nicht dabei ist. Erste These. Zweite, ein riesiger Bereich in der internen Kommunikation ist Führungskräftekommunikation und Weiterbildung, um die da zu befähigen. Es gibt ja jetzt die wenigsten, die sagen, es ist alles Mist, es interessiert mich nicht, sondern es sind einfach zum Teil auch Leute, die sagen, wie mache ich es denn gut? Ja? Und wenn ich jetzt ein Ausbilder bin und man mir sagt, 75% der Leute gehen, nachdem die bei mir 3 Jahre waren, dann wäre ich sagen, helft mir, ja, wie kann ich das verbessern? Das heißt, ein riesiger Bereich ist Führungskräfte und perfekt, aber das ist das Arbeitsgebiet. Ist das dann nicht eher ein Thema für Personal? Ja, das ist meines Wissens ist jetzt eine, ich weiß nicht, Philipp, ob du Ergebnisse hast aus anderen Studien, ein großer Bereich und ein großer, starker wachsender Bereich der internen Kommunikation ist Führungskräfte. Nicht Bildung, sondern tatsächlich Kommunikation. Ja.
Und das ist auch genau eine Frage aus unserem Chat übrigens. Kann die interne Kommunikation auf Führungskräfte einwirken? Und wenn ja, ist das überhaupt Aufgabe der IK? Und das ist genau, Frank Wolf würde jetzt sagen, ja klar, ist Aufgabe der IK, die Führungskräfte mit ins Boot zu holen, damit der IK die Hände nicht gebunden sind, wenn die Führungskraft quasi nicht fähig ist. Felix Schröder sagt, ja, Fragezeichen, ist es überhaupt so? Mit Blick auf die Zeit müssen wir langsam zum Ende dieser These kommen. Die anderen Fragen im Chat, die haben wir notiert, die werden nicht vergessen. Philipp Vor, erstmal fort, bitte. Also ich habe da kein empirisches Ergebnis jetzt zur Hand. Ich weiß aber quasi aus den Inputs, die wir vielfach auch auf unseren Veranstaltungen haben, dass das ein ganz zentrales Thema ist. Und ich würde sagen, ob die interne Kommunikation es kann oder nicht, sie muss es. Sie muss es versuchen und das steht hier auch als Ziel genannt. Ne? 30,4% sagen ja immer hin, das ist ein Ziel. Andere Ziele, die jetzt hier genannt sind, sind, denke ich, höher gewichtet, weil sie etwas allgemeiner und umfassender sind und man vielleicht nicht so sehr spezifisch sein wollte, sondern eher das Große und Ganze jetzt ausgewählt hat bei dieser Frage. So könnte ich mir das erklären. Ansonsten würde hier wahrscheinlich das Führungskräftekommunikation betreffende Ziel noch viel weiter oben stehen und müsste es, denn Führungskräfte sind die wichtigsten Multiplikatoren, die wir haben und da muss die interne Kommunikation aus meiner Sicht drum kämpfen, dass sie da einen Zugriff drauf hat, da auch coachen kann und ihre Sachkompetenz hier auch gefragt ist. Ja, Felix. Vielleicht nur als ganz kurze Ergänzung, also um das Fragezeichen aufzulösen. Also aus unserer Sicht und wenn wir in unsere Projekte schauen, was kann die interne Kommunikation machen? Sie kann eine Plattform bieten, aber die Identifikation erzeugen kann ich nur über Führungskräfte. Das heißt, eigentlich ist das hier der Anker. Wenn das mein Ziel ist, dann muss ich es verdammt nochmal schaffen, dass die Führungskräfte endlich kommunizieren über diese Plattform. Das muss das Ziel sein. Felix, eine Frage aus dem Chat, die dazu passt und auch spannend ist, deswegen überziehen wir bei dieser These ein bisschen. Ist gute interne Kommunikation eine Möglichkeit, schlechte Führungskräfte zu identifizieren bzw. das Klima zu schaffen, Führungskräfte zu kritisieren? Kurze Antwort bitte. Okay, ich würde sagen, es schafft Transparenz. Also es wird klar, welche Führungskraft gut kommuniziert, ne? Das wird sichtbar. Und Führungskräfte, die nicht kommunizieren, werden halt nicht sichtbar. Das heißt, also diese Transparenz würde ich sehen. Aber Achtung, ich warne davor, gute und schlechte Führungskraft daraus zu messen, wer in einem Social Internet aktiv ist oder nicht. Also auch wenn wir uns das alles wünschen, dass da alle total vibrant sind und ja, tschakka voran. Es gibt total gute Führungskräfte, die sagen, dieses Medium ist für mein Team und für meine Art der Arbeit nicht das Richtige. Es gibt das jetzt auch nicht links und rechts davon. Ich mache das anders. Ich mache das zum Beispiel analog, kommen wir ja gleich noch drauf und habe da total gute Ergebnisse mit Erfolge mit. Also Achtung, nicht nur die ständig irgendwie aktiv sind im Netz, sind die guten. Manchmal sind das sogar die, auf die man genau aufpassen muss, die sich nämlich da darstellen. Je nachdem, was sie kommunizieren, ja. Genau, und wir halten fest, das Thema Schnittstelle zwischen interner Kommunikation und Führungskräftekommunikation bewegt vielleicht ja dann das Thema des nächsten Trendmonitors. Philipp, deine nächste These. These, IK-Verantwortliche brauchen keine Führungskompetenz herum, aber fast alles andere. Ausgangspunkt der These ist folgendes Ergebnis. Wir haben hier einmal auf der rechten Seite die zusammengefassten Werte für wichtig und eher wichtig und auf der linken Seite für unwichtig und eher unwichtig. Und die Frage, um die es ging, war, welche Fähigkeiten braucht ein interner Kommunikationsmanager in Ihrer Organisation unbedingt? Und wir sehen hier ein interessantes Ergebnis, was wir allerdings auch schon im letzten Trendmonitor 2016 gesehen haben, dass alles eigentlich sich auf der rechten Seite sammelt. Das heißt eigentlich, alle der abgefragten Kompetenzen werden als überwiegend wichtig betrachtet. Und dennoch interessant ist, dass Führungskompetenz die einzige genannte Kompetenz ist, bei der die Werte auf der linken Seite größer sind als auf der rechten. Daher die etwas provokante These, ist es wirklich so, dass interne Kommunikationsmanager keine Führungskompetenz brauchen oder brauchen sie auch und einfach nur weniger doll als andere Dinge? Ich glaube, in Anbetracht der Zeit könnten wir versuchen, die Frage etwas schneller zu übergehen. Ich würde dazu zwei kurze Sachen sagen. Erstens, das Führungsthema kommt sicher daher, dass an vielen Stellen interne Kommunikation ist so ein Ein-Mann.
Abteilung, wo man das eben nicht so im Vordergrund steht. Ja, also das kann man sicher diskutieren. Was ich hier eigentlich spannender finde, ist, dass 21,4% sagen, ich brauche keine Online-Affinität, Online-Know-how. Also wer aktuell sagt, er braucht als interner Kommunikator keine Online-Affinitäten, kein Online-Know-how, das ist interessant, würde ich an der Stelle sagen. Ja, so lassen wir es heute mal stehen. Das stimmt. Die These tatsächlich auch. Mhm. Denn diese lautet, die Zeit der analogen Trends ist vorbei. Ja, wir nähern uns mal dieser These hier über hier zunächst einmal einen Blick auf die aktuell meist genutzten Kanäle. Und da fällt erstmal auf, wenn man das sich so anschaut, das sieht jetzt nicht so wahnsinnig digital aus. Da ist zwar das Social Internet dabei mit 68%, das ist nicht wenig, aber in Anbetracht der These würde man jetzt vielleicht erstmal an dieser Stelle ein anderes Ergebnis erwarten. Aber die These wird klarer, wenn wir jetzt mal den Blick richten auf die bedeutendsten Kanäle, die unsere Studienteilnehmer hier genannt haben. Also das heißt, das sind hier die Antworten für wichtig und eher wichtig bezogen auf die aufgeführten Kanäle. Und da sehen wir, es sind genau dieselben Kanäle wie auf der linken Seite, also die auch genutzt werden, mit einer Ausnahme. Hier ist jetzt auf einmal die mobile App mit 83,8% wichtig oder eher wichtig mit dabei. Und das ist ein ganz spannendes Ergebnis, denn wir hatten in der letzten Trendmonitor-Studie im Jahr 2016, im großen Trendmonitor, hatten wir da noch einen wesentlich geringeren Wert von ca. 34%. Also wir machen hier einen riesigen Sprung. Ich muss allerdings auch dazu sagen, damals, 2016, hatten wir auch die Antwortoption neutral noch dazu. Diesmal hatten wir wirklich nur unwichtig, eher wichtig und wichtig. Das heißt, 26% waren damals neutral. Selbst wenn man sagen würde, okay, wir zählen jetzt mal alle, die 2016 gesagt haben, neutral, Punkt, zu denen, die gesagt haben, sie finden es wichtig oder eher wichtig, dann wären wir immer noch 24% unter diesem Wert, den wir jetzt hier sehen. Also wir sehen, das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt. Und bevor wir gleich auf die Diskussion gehen zu dieser Sache, gibt es noch eine Frage an unsere Webinarteilnehmer. Ich würde Sie alle noch mal kurz um eine Abstimmung bitten. Ich starte jetzt mal eben die Frage. Ich muss die jetzt gleich aufploppen. Also einmal bitte alle abstimmen. Hier haben wir gefragt, haben Sie eine mobile App im Einsatz oder ist die Einführung einer mobilen App geplant? 50% der Webinarteilnehmer haben abgestimmt. Gut 50. Ich schließe jetzt mal die Umfrage, um keine Zeit zu verlieren, und wir schauen uns ganz kurz die Ergebnisse an. Also wir sehen hier, 36% haben bereits eine mobile App im Einsatz. Das ist interessant. In unserer Studie waren es 21,8%. 8% befinden sich momentan in der Umsetzung. Das waren in der Studie 3,5%. Und die Einführung einer mobilen App ist geplant. In 23% der Fälle hier in der Studie waren es 32,8%. Und damit würde ich sagen, springen wir jetzt auch nochmal zur nächsten Folie, wo wir uns das nochmal anschauen wollen. Also hier haben wir jetzt die aggregierten Werte für ja, eine mobile App befindet sich in der Umsetzung und wir planen eine App. Also die, die sich da auf dem Weg hin befinden, sind hier quasi inbegriffen. Das sind 36,3%. Das ist also auch ein ziemlich großer Wert. Die mobile App ist insofern, wenn man dieses Ergebnis jetzt nochmal dazu nimmt, zu dem, was wir auf der vorangegangenen Folie gesehen haben, wirklich der Top-Trend von den internen Kommunikationskanälen und die anderen nicht noch gibt. Auch nochmal aufgeführt, alle Kanäle, die häufiger neu eingeführt als wieder abgeschafft werden. Und hier sehen wir, das ist das Social Podcast, Audio und auch Video, und das ist auch die digitale Mitarbeiterzeitung Digital Signage und Künstliche Intelligenz. Aber hier oben links in diesen gelben Bereichen auf den Kreisen, da sehen Sie quasi jetzt die Werte für Einführung geplant. Also da sehen Sie, das Social Intranet mit den 17,1% ist eigentlich noch der einzige Trend, der mobilen App noch das Wasser reichen kann. Die anderen sind einstellig.
aber auch ganz, ganz interessantes Ergebnis. Ja, daher die Frage, ist die Zeit der analogen Trends jetzt eigentlich vorbei? Denn es gibt ja auch bedeutende analoge Kanäle. Was ist eigentlich ein Trend? Soll ich? Sind sich wahrscheinlich alle einig, dass der mobilen App und dem Social Internet gerade wenig das Wasser reichen kann? Jetzt mal abgesehen von persönlichen Gesprächen, richtig, Ulf? Also man muss ja bei der Beantwortung dieser Fragen und der Aufstellung dieser These berücksichtigen, dass das mehrheitlich Sender ausgefüllt haben, also Kommunikatoren. Was mich interessieren würde, wie Empfänger diese Rangfolge, also welche Rangfolge daraus käme, also was ist den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wichtiger? Und wenn man dann nochmal drauf guckt und sagt, ich nehme dir jetzt eins davon weg, welches kann ich wegnehmen? Ich glaube, da kommt eine andere Reihung raus. Nichtsdestotrotz sehen wir das natürlich auch, die Bedeutung wächst von digitalen Kanälen, aber ich bin weiterhin auch der Auffassung und der ganz festen Meinung, dass analog nie aussterben wird und ganz wichtiger Bestandteil ist. Ich muss den guten Mix finden aus beiden Formaten. Ich muss auch die Verknüpfung von analog und digital hinbekommen. Das fängt bei einer Begleitung eines analogen Events mit digitalen Mitteln an, bis hin zu Weiterbildung etc. Also das muss aus einem Guss sein. Und da sind wir wieder beim Konzept und beim Zusammenspiel der unterschiedlichen Medien. Sollte einer von Ihnen also eine Mitarbeiterumfrage gemacht haben bereits und abgefragt haben, wofür sich die Mitarbeiter am meisten interessieren an Kanälen und Formaten, dann gern mal an Ulf weiterleiten. Das interessiert ihn besonders. Und dann können wir das abgleichen. Genau. Wir gehen zum nächsten Trend, bitte, Philipp. Ja, die nächste These. Reichweite ist das Top-Kriterium für die Entscheidung für eine mobile App. Die zugrunde liegende Fragestellung aus der Studie, was sind die drei wichtigsten Gründe dafür, dass Sie sich für eine mobile App entschieden haben, haben wir gefragt, natürlich nur diejenigen, die sich für eine mobile App entschieden haben. Und hier sehen wir ein ganz, ganz deutliches Ergebnis. 81,2% nennen hier den Punkt Reichweite. Ist das wirklich so? Ist das das absolute, der Top-Grund dafür oder sind aus der Praxis heraus vielleicht, also bestehen da auch bei euch Erfahrungswerte, dass auch andere Punkte ähnlich wichtig sind? Wer möchte? Hat Frank dazu vielleicht eine Meinung? Frank, was treibt die Leute um? Also wir sehen das als ein großes Thema, gerade wenn man jetzt sich eine mobile App anschaut, dass man sich Reichweite dort anschaut und sagt, wir wollen zum allerersten Mal überhaupt wirklich Reichweite haben. Ja, das ist ein klarer Grund. Und das ist eigentlich, ist aus meiner Sicht auch kein riesiges Diskussionspotenzial. Das wäre für mich eher jetzt, also in Verbindung mit dem Punkt 6, weil wir jetzt hier so digital versus analog, ich finde die Diskussion fast spannender, was ist eigentlich der Trend bei digital. Wir glauben nicht, dass das reine Social Intranet. Ich weiß, ich habe selber 2011 dazu ein Buch rausgegeben, aber wir glauben nicht, dass es Sinn macht, da jetzt Dinge, dass es weiter so geht, dass man Dinge vermischt und sagt, wir Zusammenarbeit und die Communities und Kommunikation und alles ist in einer Plattform. Wir glauben, im Digitalen wird sich das mehr ausdifferenzieren. Es wird viel mehr darum gehen, dass man um den Mitarbeiter herum denkt. Im Englischen ist das Thema Employee Experience. Also das große Ziel ist, nicht mehr zu sagen, was will ich alles senden und was habe ich denn alles für Informationen, sondern ich versuche mich in den Mitarbeiter reinzuversetzen und sagen, wenn wir 1000 Leute, wie hier jemand im Kommentar geschrieben hat, wenn wir 1000 Leute in der Werkhalle haben, wie sieht denn deren Arbeitsalltag aus? Was brauchen die denn? Was will ich denen denn eigentlich geben? Und darum die digitalen Kanäle designen. Das ist die Zukunft. Da gehört Reichweite dazu, aber da gehört alles andere dazu. Also der Top-Trend, den wir hier sehen, ist dann gar nicht so sehr Reichweite, sondern der Top-Trend ist, dass ich von der unternehmenszentrierten denke, wie ich bin Kommunikation, da ist HR, da ist IT, dahin gehe und sage, was interessiert den Mitarbeiter, was haben wir für Mitarbeitergruppen und wie können wir die perfekt bedienen und wie können wir es für die so einfach machen, als wie die das aus ihrem privaten Leben kennen. Ja, genau. So würden wir das auch sehen. Also Reichweite beschreibt es, glaube ich, relativ gut. Also wenn man sich ältere Systeme anschaut, dann ist es immer so gewesen, dass eigentlich war es eine Selbstbeweihräucherung. Wir hatten mal 2015 auch eine Studie,
mit euch, also auch mit dem SCM gemacht damals mit 200 Kommunikatoren. Und das Erschreckende, was rauskam, war im Prinzip, dass die drauf zugegriffen haben auf das Intranet damals, das war halt die Kommunikatoren, die Inhalte eingestellt haben, die IT, die es administriert und HR und Verwaltung, weil sie halt auch Inhalte hatten. Das heißt, alle haben das schön genutzt, weil sie Sachen eingestellt haben, aber das wussten sie ja alle, was sie da einstellen. Und die es abrufen sollten, das heißt, je weiter ich weg bin von der Zentrale, desto weniger konnte ich sie erreichen. Und genau das ist eigentlich das, was die mobile App schließt. Das heißt, genau wie Frank richtig sagt, es gibt bestimmte Nutzergruppen, die kann ich nicht anders erreichen. Und das schließen Unternehmen gerade aktuell eben mit einer mobilen App genau diese Lücke. Und das ist auch das, was wir sehen und was durch die Hersteller gut unterstützt wird. Wir haben konkrete Verständnisfragen zu dem Thema. Wie ist die Bereitschaft, sich auf das private Device zu laden, also auf das private Mobiltelefon eine App? Weil es gibt ja nicht überall Betriebshandys. Die Frage wurde hier im Chat gestellt. Kann ich kurz Entschuldigung, Felix. So, also ich hätte dazu nur gesagt, ist halt wieder die Frage, was will ich erreichen? Wenn ich alle Mitarbeiter erreichen will, muss ich es machen. Alles andere wird nicht funktionieren. Ne? Also wenn, muss ich auf das private Endgerät, wenn wir von Mitarbeitern sprechen, die in der Produktionshalle stehen, die alle mit einem Handy auszustatten. Also hatten wir auch mal die Idee mit einem Kunden zusammen, der hatte irgendwie, weiß nicht, 10.000 Mitarbeiter in produktionsnahen Bereichen. Das funktioniert nicht. Die kann ich nicht mit dem Handy ausstatten. Dementsprechend, es muss auf das private Endgerät und man muss dann halt die Rahmenbedingungen klären. Und genau so können ja, also deswegen denken wir auch immer in Szenarien. Ich kann ja bestimmte Informationen, die sind ja auch nicht so kritisch. Ich meine, es gibt auch eine Mitarbeiterzeitung, die man an die schon ausgeschiedene Mitarbeiter weiterverteilt etc. Diese Informationen können ja auch weitergetragen werden. Und so muss man sich das im Prinzip anschauen. Welche Infos kann ich rausgeben? Die kann ich auf ein privates Endgerät bringen? Und deswegen muss man immer im Zusammenspiel mit mehreren Lösungen eigentlich denken. Deswegen alles in ein Tool zu packen, was wir manchmal auch als Anforderung kriegen, das zerstört genau diese Lösungsmöglichkeit, weil dann kann ich es nicht aufs private Endgerät bringen. Und die vielleicht ein Ja und, weil die Frage war nach der Bereitschaft in dem Umfeld, ja, die Bereitschaft ist in dem Moment, also wir sehen bei unseren Kunden, dass 95% unserer Kunden die Staffbase nutzen und tatsächlich auf private Geräte der Mitarbeiter bringen. Ja? Und die Bereitschaft ist umso höher, je mehr ich die gesamte Plattform auf den Mitarbeiter ausrichte und das darauf bringe, was den Mitarbeiter interessiert. Wenn ich also heute das bestehende Konzept der Intranets, der Social Intranets nehme und sage, das ist alles, was wir so rausschießen wollen und das mobil mache, dann wird die Bereitschaft sehr gering sein. Wenn ich andersrum hingehe und sage, das sind die Dinge, die den Mitarbeiter interessiert. Es ist sehr einfach, es ist personalisiert, es ist genau das, was seinen Arbeitsalltag ausmacht und erleichtert, dann ist die Bereitschaft sehr, sehr hoch. Ja? Und das deshalb ist der Schritt zu mobil so entscheidend und eng damit verbunden, dass man nicht nur den Schritt zu mobil geht, sondern auch zum Schritt von Unternehmensperspektive zu Mitarbeiterperspektive, weil ansonsten haben Sie recht, ist die Bereitschaft, wird die sehr gering sein. Und wie uns hier gerade im Chat auch in zwei persönlichen Nachrichten an Ulf bestätigt wird, ist nicht nur der Mix aus Unternehmens- und Mitarbeiterperspektive, sondern auch der Mix aus analog und digital wichtig. Hier wurde gerade nochmal bestätigt, dass auch Mitarbeiterzeitungen immer noch funktionieren, wenn sie gut mit den digitalen Formaten integriert sind. Eine Frage, die zur Mitarbeiter-App gleich gut passt. Es wird gefragt, über die IT und die Migration auf Office 365 kommen automatisch neue Produkte wie Yammer und Teams und neue SharePoint-Möglichkeiten ins Unternehmen. Bekommt die IT hier nicht eine relevante Rolle für Kommunikation und Kollaboration? Zwei Fragen in einem. Mitarbeiter-App versus SharePoint, Teams, Yammer. Und Frage zwei, andererseits die Rolle der IT in diesem Spiel. Wer möchte, hebt die Hand. Also da kann ich, das hatte ich ja damals auch schon auf der Voices. Deswegen ist es halt so wichtig, dass die Kommunikation sich auch um das Thema Office 365 Einführung kümmert. Also das Thema der IT zu überlassen, dann passiert genau das. Also weil dann werde ich keine Relevanz mehr haben und dann werden irgendwann alle anderen Tools wahrscheinlich in Office 365 früher oder später aufgehen. Deswegen ist es essentiell wichtig, dass die Kommunikation in diesem Projekt mit dabei ist. Mag es technischer sein oder nicht, man muss da nicht alles klären, aber man muss mit dabei sein und auch quasi diese Gesamtarchitektur, die da gerade überall in den Organisationen installiert wird, muss man mitgestalten. Wenn man das nicht tut, wird man Relevanz verlieren und irgendwann auch keinen wirklich tollen Kanal mehr haben. Ja. Man muss aber auch unterscheiden, wo passiert was. Ne? Also ich bin da grundsätzlich bei dir. Interne Kommunikation muss dort mit am Tisch sitzen, wenn es darum geht, einen digitalen Arbeitsplatz
mit zum Beispiel Office 365 zu etablieren. Aber auf die Kernkompetenz von interner Kommunikation bin ich schon auch eher bei dem Ansatz, Frank, den du ja auch mehrfach erwähnst, wo Dinge passieren und wo sie eben nicht passieren. Ne? Und Arbeit, Zusammenarbeit ist nun mal in Office 365 absolut gut oder in anderen Kollaborationstools, ne? Um jetzt hier mal ein bisschen neutral zu bleiben, aber ist natürlich das weitverbreiteste. Aber Kommunikation und damit Kulturbildung etc., das ist eine andere Hausnummer und darauf sollte man sich auch fokussieren als Unternehmenskommunikation. Da sind wir ja wieder auch eigentlich schon gleich bei der nächsten These und der letzten, glaube ich. Wir wollen uns jetzt um Technik kümmern oder nicht, aber ich will nicht vorgreifen. Ich will an der Stelle nur ein Hinweis an der Stelle, eine super spannende Frage. Ich kann Felix nur unterstützen. Wichtig ist, das Thema zu verstehen. Wer jetzt sich fragt, was ist Office 365? Achtung, wichtig. Investieren Sie mal eine Stunde nächste Woche. Was wir gerne machen, als im Nachgang zum Webinar Ihnen ein Video schicken, wo wir das mal auseinandernehmen und ganz genau zeigen, was ist Office 365, was ist eigentlich der Unterschied zu SharePoint, ist das da drin oder nicht und wie geht das alles und was hat das mit Kommunikation zu tun? Ja, also das als ein Anreiz. Hören Sie da nicht nur auf uns, sprechen Sie mit ganz vielen Experten. Es ist insbesondere dort wichtig zu schauen, wenn ich Mitarbeiter habe, die draußen sind, die einen Bus fahren, die in der Produktion sind, dann wird es sehr schwer sein, denen die vielen Tools von Office 365 alle aufs private Handy zu laden und mit denen über Yammer, Teams, das Videotool, fällt mir der Name gerade nicht ein, SharePoint etc. zu kommunizieren. Ja, also dort an der Stelle definitiv auch ein Thema, wo man ein bisschen Zeit investieren sollte. Okay, letzte Frage zu diesem Thema, nochmal Verständnisfrage. Was ist der Unterschied zwischen App und Intranet? Ja, das ist jetzt die Kür, das kurz zu beantworten. Ich kann das jetzt kurz beantworten, genau. Also was wir sehen ist, die Mitarbeiter-App wird oft als ein reines, im ersten Schritt als ein reiner Kommunikationskanal eingeführt. Das heißt, ich habe da wirklich Kommunikation drin, das kann alles Mögliche sein, also auch normale Unternehmenskommunikation, das kann Standortkommunikation sein, Führungskräftekommunikation, aber auch ein schwarzes Brett, also das sind alle Spielarten von Kommunikation, bis hin zu Chat. Und dann geht es oft so schrittweise, dass man sagt, ich würde gerne noch ein Telefonbuch dazu nehmen, ich würde gerne noch ein paar Inhaltsseiten, ich will unsere Personalthemen und Vorlagen da drin haben. Und je mehr man weitere Inhalte dazu bringt, desto mehr kommt man in die Richtung des Intranets. Ja? Und wenn man jetzt ein großes Unternehmen hat und sagt, ich will zu einem komplett ausgebauten Intranet, da kommt viel mehr Inhalte, ich muss eine bessere Suche haben, ich muss das alles ein bisschen besser organisieren. Das heißt, die beiden Konzepte sind durchaus unterschiedlich. Aus einer App kann aber auch ein Intranet entstehen. Das ist zum Beispiel was wir gerade auch intensiv entwickeln und mit ersten Kunden auch pilotieren, weil die sagen, die App ist so einfach, das Konzept ist so toll, können wir damit nicht auch unser Intranet in dem Umfeld abbilden. Okay, danke Frank. Felix, kurz, bitte. Ich kann hier vielleicht nur noch kurz ergänzen. Also deswegen, da schließt sich jetzt der Kreis, deswegen ist das Thema Office 365 halt so wichtig. Das Intranet in Zukunft wird wahrscheinlich eine App sein und Office 365 hat noch über 30 weitere Apps. Und deswegen ist das so wichtig, dass Sie das Thema, also dass Sie sich damit beschäftigen, weil Sie sind dann Herr einer dieser ganzen über 30 Apps. Und wenn Sie das nicht vernünftig da reinbauen, dann wird niemand mehr auf Ihre App klicken. Das ist die Übersicht zu behalten, ist sozusagen die Kunst an der Sache. Philipp? Ja, das Einstiegstor zu werden halt. Genau. In diesen ganzen digitalen Arbeitsplatz, das muss eigentlich das Ziel sein. Das Einstiegstor in den digitalen Arbeitsplatz in Form einer App. Philipp? Ich habe ein Beispiel aus der Studie, und zwar werden ja auch einige Hürden genannt für die Einführung einer mobilen Lösung. Also die Befragten haben zu 67% den Datenschutz angegeben, 48,5% haben den Betriebsrat genannt und technische Infrastruktur, Anbindung ist auch ein großer Punkt gewesen neben dem Budget. Vielleicht könnt ihr dazu noch was sagen. Sind diese Hürden so groß? Sind diese Hürden kann man die überspringen? Was habt ihr da für Erfahrungen? Vielleicht bitte um eine kurze Antwort. Ja, bitte kurz. Wo ein Wille ist, ist ein Weg. Das ist meine kurze Antwort dazu. Danke, Ulf.
So würde ich es auch sagen. Also es sind definitiv Themen, die man klären muss, aber die man klären kann. Und ihr habt dafür auch viele Beispiele wahrscheinlich aus der Beratungspraxis, richtig? Ja, klar. Also wer Beispiele gerne mal hören möchte, gerne an die Experten wenden, mit Blick auf die Zeit jetzt einfach. Frank, hast du da eine gegenteilige Meinung? Ich kann da nur zustimmen. Ja, okay, da sind sich alle einig. Also es gibt Hürden, die am Anfang möglicherweise auch recht groß erscheinen, aber es gibt, glaube ich, kein Unternehmen, das die gewissen Hürden, die wir alle kennen, nicht auf irgendeine Art und Weise schon nehmen konnte. Ja, in diesem Sinne zu These 8, unserem Abschluss. Ja, eine ganz zentrale These, nämlich folgende. Angesichts ihrer neuen Rolle definiert sich interne Kommunikation heute mehr durch die zur Verfügung gestellten Plattformen als über eigene Kommunikation, lautet die These. Und bevor wir uns das zugrunde liegende Studienergebnis anschauen, würde ich jetzt noch einmal unsere Teilnehmer bitten, einmal abzustimmen. Lesen Sie sich bitte diese Antwortoptionen hier auf dieser Folie einmal kurz durch, denn die sind sehr verkürzt dargestellt im Umfragetool aufgrund einer technischen Begrenzung. Und genau, jetzt startet hier auch schon die Umfrage. Also ich würde Sie bitten, quasi diese langen Antworten hier auf der Folie im Hinterkopf zu behalten. Wenn Sie jetzt, ich muss das gleich aufklappen, einmal Ihre Stimme abgeben. Knapp 60% haben abgestimmt, 60% haben wir sogar. Jetzt schauen wir uns mal die Ergebnisse an. Und ein interessantes Ergebnis, 35% sagt, die interne Kommunikation muss die wichtigen Unternehmensbotschaften nach innen tragen, gewissermaßen als Sender. Und 65%, also rund zwei Drittel, geben an, die interne Kommunikation muss auf allen Ebenen zu aktiver Kommunikation befähigen. Das Ergebnis finde ich deswegen so interessant, weil sich das fast zu 100% deckt mit dem Ergebnis aus der Studie. Das sehen wir jetzt auf der Folie. Das ist ein Ergebnis, was, denke ich, einen Kulturwandel in der internen Kommunikation spiegelt. Leider haben wir diese Frage in den vergangenen Ausgaben des Trendmonitors noch nie dabei gehabt. Das heißt, wir haben jetzt keinen Vergleichswert. Ich wage aber zu behaupten, dass wenn wir die Frage vor 5 Jahren oder vielleicht auch schon vor 3, in jedem Fall vor 10 Jahren gestellt hatten, wir hier ein ganz, ganz anderes Ergebnis hätten. Also die neuen Kommunikationsgewohnheiten, die es gibt, ganz generell, die sich ja auch in den ICAT-Trends spiegeln, die wir uns angeschaut haben, die gehen ganz offensichtlich auch mit einem veränderten Selbstverständnis der internen Kommunikation einher. Also zwei Drittel verfolgen da einen doch eher, ich würde mal sagen, aus meiner Sicht zeitgemäßeren Ansatz, dass wirklich die internen Kommunikation zu aktiver Kommunikation befähigt und eben auf allen Ebenen im Unternehmen nicht nur Empfänger von Informationen sind, sondern Sender sind. Und in der Praxis sehen wir das, da spiegelt sich das durchaus auch. Also 42,7% haben angegeben, dass bei ihnen in der Organisation die Mitarbeiter bereits aktiv nach innen kommunizieren, die Führungskräfte 76%, Geschäftsführer 89%, klar, das sind die, von denen dann auch in tradierteren Organisationsstrukturen eher die Kommunikation ausgeht. Und nur die Kommunikationsverantwortlichen kommunizieren in 5% der Fälle circa nur ausschließlich. Auch ein interessantes Ergebnis, obwohl es nur 5 sind. Insofern würde ich die These nochmal in die Runde schmeißen. Also ist es wirklich so vor diesem Hintergrund, dass sich die interne Kommunikation in dem, was sie tut, auch wirklich durch die zur Verfügung gestellten Plattformen eher definiert als über eigene Kommunikation als Sender? Wie seht ihr das? Also ein Aspekt, den ich hier klar sehe, den wir vorhin schon diskutiert haben und wir hatten drei interessante Kommentare dazu. Wir hatten darüber gesprochen, ob Führungskräftekommunikation so im Aufgabenbereich ist und es waren so drei völlig entgeisterte Kommentare, so nach dem Motto, wollt ihr tatsächlich sagen, dass das nicht im Aufgabenbereich ist? Ich würde sagen, ja, es gehört dazu und das ist ja hier auch Befähigung, ne, für Kommunikation wäre da drin. Ne? Also die 65 ist so ein Beispiel, die da hingehen und sagen, ja, das eine ist, dass ich irgendwelche Dinge schreibe und tue, aber das andere ist, dass ich sicherstelle, dass unsere das gesamte Führungskräfte, mittlere Management, dass ich die befähige und befähigen heißt, die haben die Plattform, die haben die Kompetenz und die haben auch das Bewusstsein, dass das Thema wichtig ist. Mhm.
Ich glaube, das ist ein guter Rat für die interne Kommunikation. Bei allen Wandel, der ja gerade stattfindet, den wir auch heute schon besprochen haben, also die Kompetenzen müssen erweitert werden, man muss sich mit Technik auskennen und Co. Ich glaube, es wird schwierig oder es wird gefährlich, wenn die Hauptaufgabe, die Hauptkompetenz von interner Kommunikation darunter leidet, nämlich gut zu kommunizieren, relevant zu kommunizieren, vielleicht auch mal witzig zu kommunizieren. Also ne, die beste zur Verfügung stellende Plattform oder die besten Plattformen ersetzen nicht gutes Texten, gute Videos, gute Stories, die erzählt werden. Und da muss man darauf achten, dass man sich nicht übernimmt mit den ganzen neuen, vielen Herausforderungen und Dingen, die man betrachten muss. Dabei bleiben, deswegen sind sie alle Kommunikatoren geworden, weil ihnen das am Herzen liegt, gut zu schreiben, über Text und Bild und Video Menschen zu begeistern, zu erreichen. Das darf nicht zu kurz kommen in Zukunft. Wir kommen langsam zum Schluss unseres Webinars. Ich denke, zu dieser These, erfreut mittlerweile alle, dass es in Richtung Befähigung geht und das auch viele schon erkennen, ohne zu vergessen, dass die Botschaften ebenso wichtig bleiben und das Handwerkszeug weiter benötigt wird. Wir haben für unsere Q&A-Session Fragen insbesondere offen noch zu zwei Themenbereichen, die wir heute nicht mehr schaffen, aber für die wir weitere Webinare gerne anbieten können. Der erste Themenbereich betrifft den Bereich Zusammenspiel interner Kommunikation mit HR, PR und IT. Und der zweite Themenbereich betrifft das Schlagwort Employee Experience. Also inwiefern lassen sich interne Kommunikation und Employee Experience abgrenzen? Ich glaube, dafür brauchen wir ein einzelnes Webinar tatsächlich. Und ich sehe, dass da viel Interesse vorhanden ist. Ich würde jetzt gerne noch einmal darauf hinweisen, dass die Studienergebnisse, Philipp, klick bitte einmal weiter, dass die Studienergebnisse unter einem bestimmten Link abrufbar sind. Das heißt, die umfassende Broschüre, in der Sie alle Ergebnisse und noch mehr noch einmal nachlesen können, der Link wird gleich von Philipp nochmal in der Chatfunktion gepostet, sodass Sie direkt draufgehen können. Sie bekommen aber in den kommenden Tagen auch noch eine Mail von SCM und Staffbase mit dem Link zum Webinar, falls Sie es an Kollegen weiterleiten wollen, zum Nachschauen oder Ähnliches. Das heißt, von dieser Seite werden Sie versorgt mit Informationen. Als Abschlussfrage nochmal an alle vier Experten. Was ist für euch der bestimmende Trend interne Kommunikation und wie findet ihr, sollten sich interne Kommunikatoren dem nähern? Was ist bei euch hängen geblieben aus diesen Studienergebnissen? Philipp, starten wir mal mit dir. Ja, für mich ist eigentlich der wesentliche Trend das, was wir in der letzten These gesehen haben. Also dass wirklich interne Kommunikatoren viel stärker rauskommen müssen aus diesem Gedanken, dass man Sender ist, ja, dass man selber sich anguckt, welche Informationen möchte ich spielen und die dann einfach runterspielt an verschiedene Bezugsgruppen, sondern vielmehr muss quasi auf Augenhöhe eben nicht schon dieser Ausdruck runterspielen, ne? Sagt ja auch schon, man spielt es irgendwo hin, ne, und sieht sich aus so einer erhöhten Position, als ob man jetzt ein Megafon in der Hand hält und irgendwas in die Welt posaunt. Viel wichtiger ist es aus meiner Sicht, wirklich die Bezugsgruppen in den Mittelpunkt zu rücken, sich anzuschauen, was sind ihre Interessen, was wollen die, wie sieht ihr Arbeitsalltag aus, was sind die Probleme. Ja, ansonsten läuft man aus meiner Sicht immer Gefahr, dass auch neue Lösungen, die man sich selber ausdenkt, ohne vielleicht stark genug auf die Bezugsgruppen einzugehen, als Spielerei wahrgenommen werden von den Bezugsgruppen und dann ist es kontraproduktiv nachher noch, was man tut. Also mein großer Tipp, wirklich versuchen, sich hereinzuversetzen in die Gruppen, die man selber erreichen möchte und dann im nächsten Schritt überlegen, welche Informationen sind einem selber wichtig, welche möchte man selber spielen. Ich denke, dann funktioniert es auch und das ist eigentlich so die Schlüsselerkenntnis. Die ist nicht ganz neu, aber die spiegelt sich ganz stark jetzt auch durch diese neuen digitalen Trends, die eben auch die Möglichkeiten dazu bieten. Ulf, was glaubst du, worauf sollten sich interne Kommunikatoren heute fokussieren? Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kompromisslos ins Zentrum stellen, nicht alibimäßig ein paar Leute mal befragen, was sie gerne hätten und dann zu sagen, haben wir gemacht, es ist genau für euch gemacht, also wirklich kompromisslos und weniger Trend, sondern eher Ermutigung, lauter zu werden. Danke, Ulf. Felix, wie sieht das aus Hamburger Sicht aus?
Segelschiff nehmen. Nee, also ich glaube, man hat das aus den Studien relativ gut rausgesehen. Die Rolle, und das sieht man jetzt ja auch an dem letzten Ergebnis, die Rolle geht halt wirklich weg vom Sender hin zum Community Manager. Also das ist es einfach, was einem klar sein muss. Und dementsprechend muss man sich halt überlegen, welche Ziele setze ich mir als Kommunikation und wie möchte ich die erreichen? Und grundsätzlich, wenn man sich diese ganzen Ziele anschaut, dann sind das Ziele eines Community Managers. Und dieser Rolle muss man sich stellen. Und es gibt ja auch viele große Organisationen. Also mir fällt hier auf jeden Fall Bosch sofort ein, die sogar einen Ausbildungsberuf darauf aufgesetzt haben, als sie halt ihr Social Intranet gelauncht haben. Ich glaube, man muss es nicht so groß denken. Also auch hier pragmatisch einfach losgehen, vielleicht erstmal kleinere Ziele stecken und dann, also ich als Ingenieur zerlege ja immer komplexe Probleme in einfache Teilaufgaben und so würde ich hier auch vorgehen. Langfristiges Ziel ist Community Manager werden, kurzfristiges Ziel ist wahrscheinlich News direkter kommunizieren, vielleicht auch mal eine etwas lustigere Nachricht nehmen und nicht nur irgendwie die Standard-News-Meldungen, die man irgendwie vom Vorstand bekommt, dann Feedback einsammeln, vielleicht hier oder da mal Kommentare ermöglichen und das einfach interaktiver gestalten. Und das ist auch das, was wir eigentlich in allen Projekten so wahrnehmen, dass man so vorgeht. Und das wäre auch unsere Empfehlung. Danke, Felix. Frank, welchen Painpoint siehst du oder was liegt dir am Herzen? Erstmal liegt mir am Herzen, mich für diese ganz, ganz vielen Fragen zu bedanken. Ich bin vollkommen überwältigt. Ich habe immer mal so durchgescrollt. So toll. Also mir bräuchte es eigentlich noch eine Stunde. Super. Vielen, vielen Dank dafür. Ich sehe einen Punkt und das eigentlich will ich mich anschließen und aber Ulf und Felix ein ganz klein bisschen noch widersprechen. Die interne Kommunikation muss, darf, soll, kann mehr in den, mit dem Mitarbeiter denken. Ja, und jetzt, was ich gerade wahrnehme, ist, deshalb so habe ich so ein Stück weit ein Problem mit diesem Thema Community Manager. Es gibt nach wie vor Organisationen, die haben 60-70% der Mitarbeiter, die sind im Feld unterwegs, in Fachgeschäften, also im Handel oder die sind auf dem Feld draußen unterwegs oder die sind in der Produktion. Und dann sitzen da Digitalprojekte und man guckt in die Fokusgruppe und da sitzen 10 Wissensarbeiter am Tisch, ja, die eins nach dem anderen ihre ganzen Anforderungen an irgendwelche Tools reinkippen und die nur in ihrer Gedankenwelt sind und niemand in diesem Raum ist da, um zu sagen, wisst ihr was, dass ein Großteil unserer Mitarbeiter niemals an einem Schreibtisch sitzen wird und dass für die Arbeitswelt hier komplett anders aussieht. Und das ist der Moment, wo die interne Kommunikation aktiver sein muss und sagen muss, Achtung, meine Aufgabe ist es, die zu erreichen. Wir müssen von denen denken und wir müssen nicht von denen denken, die gerade in der Community sehr aktiv sind oder die ganz viele Ideen haben und sagen, ich bin in sozialen Netzwerken viel unterwegs, sondern was ist unser normaler Mitarbeiter? Was braucht der? Und wie können wir das umsetzen? Und das, denke ich, ist eine ganz große Aufgabe, die 1:1 Auswirkungen darauf haben wird, wie man selber Erfolg hat, wie man selber die Leute wirklich erreicht. Also hier vielleicht als kurze Ergänzung, da habe ich mich vielleicht ein bisschen undeutlich ausgedrückt. Diese unterschiedlichen Nutzergruppen sind ja, also man nennt sie zu Neudeutsch halt Communities. Also da reden wir, glaube ich, schon, oder da blasen wir ins selbe Horn, Frank. Also das ist schon auch das, was ich sehe. Dann, unterschiedliche Felix, Nutzergruppen, alles gut. Unterschiedliche Maßnahmen natürlich. Aber trotzdem. Communities sind immer ein Stück weit ein Wort, was aus dem ganzen Thema Social Networking kommt, was aus den Communities sind immer korrekt. die besonders engagiert sind, die, wo ich sage, komm, wir machen mal ein Barcamp und dann sind die da. Und wenn man nur mit denen redet, hat man ein vollkommen anderes Bild. Ja? Und das sieht man auch bei den vielen großen Social Networking-Projekten, die es insbesondere in Deutschland gab, wo so viel Arbeit reingeflossen ist, wo am Ende enttäuschendste Reichweiten dahinter waren. Da ist perfektes Community-Management passiert. Perfekt. Aber das hat ganz viele andere ausgeschlossen. Und das sind heute übrigens oft auch diejenigen, die bei so einem Mitarbeiterprojekt, App-Projekt am reserviertesten sind, weil sie sagen, ja, ich habe doch aber diese Social-Plattform und geht das überhaupt? Ich denke, dort ist die große Aufgabe, jetzt wirklich zu sagen, wer sind unsere Mitarbeiter, was sind deren Anforderungen und wie gehen wir damit um? Okay, dann, aber ich glaube, dann wir sind da auf einer Ebene. Ersetze Community Management durch Kanalmanagement. Dann lass es uns so nennen. Ich fände es fast schöner zu sagen, über Zielgruppen oder ja. Wirklich Mitarbeiter zu reden an der Stelle, die man da im Fokus haben muss. Ja. Nicht über mit denen reden, nicht über Mitarbeiter reden. Mit Mitarbeitern reden. Natürlich. Ach,
Das war ein ganz wunderbares Schlusswort. Das, was hier gerade im Raum bei mir geknurrt hat, war auch nicht mein Bauch, sondern unser Bürohund. Der hat das Zeichen gegeben, es ist Zeit für eine Runde Gassi gehen, für uns alle, glaube ich. Herzlichen Dank für die tollen Diskussionsbeiträge. Was ich den Teilnehmern verspreche, ist, dass wir alle Fragen nochmal durchschauen. Also diejenigen, die jetzt Fragen gestellt haben, aber sich noch nicht beantwortet sahen, wir schauen die nochmal durch, geben die an die Experten weiter, sodass sie nochmal per Mail zum Beispiel die Antworten darauf bekommen. Das kann ich versprechen. Und zu den weiteren großen Trendthemen bieten wir sicher nochmal ein Webinar im Laufe der nächsten Wochen an. Ja, in diesem Sinne, allen einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen und guten Appetit. Tschüss. Danke. Tschüss. Danke. Tschüss.